Hallo und herzlich willkommen aus der Handballstadt Gummersbach, aus der Heimat des Handballs, zu einem hoffentlich feurigen Spiel. VfL Gummersbach gegen TuS Ferndorf, das ist nämlich ein Lokalduell. Nur eine gute halbe Autostunde liegt zwischen den beiden Städten und wir erwarten heute hier einen heißen Tanz, eine volle Halle, eine fast volle Halle. Einige Stehplatzplätze sind auch schon besetzt und wenn man einen heißen Tanz erwartet, braucht man auch einen Tanzpartner, der einen ordentlichen Tanz aufs Parkett zaubert. Ich habe lange gesucht und dann irgendwann Mike Thiele gefunden. Hallo Mike. Hallo Sascha, grüße dich. Ist deine Vorfreude auf das Spiel auch so groß wie bei mir? Ja, auf jeden Fall. Also Ferndorf ist natürlich für mich als Gummersbacher sehr bekannt. Seit vielen Jahren ist der Verein Handball begeistert. Letztes Jahr haben sie auch schon hier ein Zweitligaspiel ausgerichtet. Das war auch sehr gut besucht. Die haben das DRB-Pokalspiel letztes Jahr hier gemacht. Also schon eine Mannschaft, die man auch nicht unterschätzen darf heute vom VfL, auch wenn der Tabellenstand ein bisschen was anderes sagt. Aber so Lokalderbys haben ja auch immer ihre eigene Bedeutung. Das gab es früher mal in der ersten Liga, als der TuS Derschlag vor Ort, Derschlag, für alle, die es nicht wissen, vor Ort von Gummersbach, mal in der ersten Liga kurzzeitig gespielt hat. Da war es dann Gummersbach gegen Derschlag. Jetzt ist es eben Ferndorf. Ferndorf letztes Jahr Achter geworden, momentan in der Tabelle nicht so weit oben zu finden, aber auch das Jahr davor erst aufgestiegen. Also da muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Die Ambitionen sind sicherer Klassenerhalt. Das auf jeden Fall. Das denkt man, das ist für Ferndorf auch dieses Jahr drin. Wenn man sieht, wie sie sich verstärkt haben auf halb links mit Weber, der auch über Bundesliga-Erfahrung verfügt und eigentlich damals den härtesten Wurf der Liga hatte, da muss der VfL sich heute schon ein bisschen was einfallen lassen in der Abwehr, um dem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber um nochmal auf Derschlag zurückzukommen, das ist aus den 70ern, dass du das noch weißt, wundert mich jetzt so ein bisschen. Ja, ich wollte gerade vortäuschen, dass ich mich vorbereitet habe, aber tatsächlich, Derschlag ist ja hier in der Gegend auf jeden Fall ein Begriff, was den Handball angeht. Die Gegend ist eine Handball-Hochburg, das kann man immer noch so sagen, auch wenn natürlich im Nachwuchsbereich wie in ganz Deutschland es Probleme gibt, Jugendliche und Kinder vom Handballsport zu begeistern. Ist trotzdem der VfL hier heute Abend der klare Favorit? Ja, das würde ich schon sagen. Allein wenn man den Tabellenstand sieht und auch die Ergebnisse der letzten Spiele. Sie haben letzte Woche gegen Dormagen das Spiel fast die ganze Zeit dominiert, teilweise mit 9 Toren geführt. Und auch Ferndorf hat es dieses Jahr nicht ganz so leicht. Die haben gegen Dormagen eine richtige Rutsche bekommen, ich glaube mit 12 Toren sogar. Daher glaube ich schon, dass Gummersbach der klare Favorit ist. Und wenn man mal das Ziel der Saison betrachtet, Gummersbach um den Wiederaufstieg mitzuspielen und Ferndorf um den Klassenerhalt. Ich denke mal, das spiegelt jetzt auch so ein bisschen den Kräftevergleich wieder. Und damit geht es auch schon los in dieser Partie. Mal gucken, was uns in den kommenden 60 Minuten erwartet. Die Gummersbacher Defensive in der gewohnten 6-0-Formation mit dem Mittelblock Kontretz und Becker. Und beim TuS Ferndorf soll es ein durchaus prominenter Rückraum richten. Allerdings Patrick Weber sehe ich da gerade tatsächlich nicht. Ja, Faulenbach fängt an auf der Blickposition. Das ist auch nicht ganz überraschend. Er ist schon seit vielen Jahren in Ferndorf und auch als Kapitän die große Stütze der Mannschaft. Sehr gut rausgespielt war das, aber die erste Parade in diesem Spiel auf Gummersbacher Seite bei Philipp Ivic. Ja, das sind so Positionen, die in meinen Augen nicht so gut besetzt sind beim TuS Ferndorf, die beiden Außen, ob es links oder auch rechts ist. Zwar gutes Zweitliganiveau, aber gegen einen Mann wie Ivic wird es für die beiden, glaube ich, ziemlich schwer heute. Hier wird gerade Alexander Herrmann festgemacht. Für mich hat sich immer mehr herauskristallisiert. Er ist der Schlüsselspieler in diesem Gummersbacher Rückraum mit vielen Jahren Erstligaerfahrung beim Bergischen HC und bei der HSG Wetzlar. Nein, da war vorher der Kontakt da. Da muss man jetzt nicht immer faul pfeifen. Aber du hast vollkommen recht. Alexander hat sich sehr gut eingespielt in die Mannschaft. Und auch die letzten Spiele zeigen und auch die Tore, die er erzielt, wie wichtig er gerade dafür ist,
dass man hier gut aussieht, wie man sieht. Natürlich, so muss es kommen. Alexander Herrmann direkt mit dem ersten Treffer des Spiels. Ja, Gummersbach musste ein bisschen umstrukturieren im Angriff. Luis Vilgraten hat sich im letzten Spiel verletzt gegen Dormagen. Hat eine leichte Entzündung in seinem operierten Knie. Deswegen spielt Finn Herzig heute auf der Mitte. Wollen wir mal abwarten, wie das wird. So schlecht ist Finn Herzig auch nicht. Nein, um Gottes Willen, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Aber Luis war schon gut drauf in den letzten Wochen, aber Finn wird das schon ordentlich machen. Erster richtig harter Kontakt in der Defensive. Dafür ist Tim Kontretz durchaus bekannt, auch nach wenigen Wochen schon in der zweiten Liga. Einer, der richtig zupackt. Ja, so muss das aber auch sein. Wenn ich eine 6-0-Deckung da hinstelle und man kommt als Angreifer in den 9-Meter-Raum, dann tut es halt auch schon mal weh ab und zu. Das gehört dazu, das wissen die aber auch. Sehr gute Abwehrarbeit, bisschen schlampig von Alexander Becker, der Pass auf Marvin Sommer. Gute Gelegenheit für ein schnelles Tor verpasst. Ja, ein bisschen strammerer Pass auf Marvin, und der wäre ganz klar durch gewesen. Ich glaube, er hat sogar heute Geburtstag, wird 25 Jahre. Wäre sein erste Kerze auf der Torte gewesen heute. Ich gucke gerade nochmal, der 7.11. und hier steht, Lukas Blome hat Geburtstag. Ich meine, glaubt Marvin auch. Oh, da gucke ich gerade nochmal. Nee, 28.11. Aber ei. Ich bitte die mangelnde Expertise meines Co-Kommentators an dieser Stelle zu entschuldigen. Jetzt der Ballgewinn auf Seiten des TuS Ferndorf. Aber nächster Treffer der Partie verpasst. Das sind die Gelegenheiten, die ein Außenseiter definitiv nicht verpassen sollte, wenn er was mitnehmen will. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eine hundertprozentige Chance, die gerade in den Anfangsminuten rein muss, damit man ein bisschen Sicherheit bekommt beim Auswärtsspiel. Und da erwartet man als Trainer schon, dass der Ball auch drin ist. Also gerade von Marjan Bartic, ein Spieler mit sehr viel Erfahrung, der muss das Ding machen. Ich glaube, das ist der mit der meisten Erfahrung auf dem Feld. Ja, verteidigen gut die Ferndorfer gerade. Die stellen eine sehr, sehr aggressive 6-0-Deckung. Und die Gummersbacher kommen nicht so leicht durch, wie man sie aus den letzten Spielen kennt. Ich wollte gerade sagen, da ist Platz am Kreis. Parade aber 7 Meter für den VfL Gummersbach. Ja, gut durchgesetzt von Alexander Becker, aber auch super gehalten von Lukas Pohl, der ja auch hier aus der Gummersbacher Talentspiele stammt und in den letzten Jahren überragende Leistungen auch hatte. Ich glaube, letztes Jahr waren es 15 Paraden im Schnitt in der zweiten Liga. Kann man mal machen, 15 Paraden im Schnitt. Mensch, ja, super. Gab es so einen netten Bericht von einer großen deutschen Sportzeitschrift, die sagte, der pummelige Torwart aus Ferndorf hat in Hamburg alles gehalten. Es gibt andere Torhüter ähnlicher Gewichtsklasse, die sogar die Champions League entscheiden. Von daher... Aber der Lukas hat eine unfassbare Grundschnelligkeit. Der war damals bei uns in der zweiten Mannschaft am VfL der sprintstärkste Spieler auf den ersten 30 Metern. Über die Ausdauer hülle ich jetzt mal den Mantel des Schweigens. Er wird es mir verzeihen, glaube ich. Ich denke, damit kann er leben. Ja. Es ist übrigens Zeit für einen ersten Treffer des TuS Ferndorf. Sehr schnell da beim Abpraller am Kreis Thomas Ring. Wichtig finde ich in der Phase für Ferndorf, dass sie da mal einen Treffer erzielen. Oh. Ja, der war so frei, dass er im Kreis war, Alexander Becker.
sogar die Möglichkeit zum Ausgleich. Und man kann es sehen im Hintergrund, also die Schwalbe Arena wirklich sehr, sehr gut gefüllt. Hatten wir lange nicht mehr. Das ist auch schön für die Spieler, vor so einer Kulisse zu spielen, gerade wenn es knapp 4.000 Leute sind. Allein 1.000 sind aus Fernhof mitgereist. Toller Wackler. Super. Sehr schön gemacht. Basic, diesmal trifft er. Null Kontakt, genau im richtigen Moment. Super Timing. Da macht sich die Erfahrung von ihm natürlich bemerkbar. Mit seinen 33 Jahren hat auch schon viele Spiele auf dem Buckel. Und gerade wie er gerade Bozovic ausgetanzt hat, das hatte schon gutes Niveau. Ja, treten weit raus, die Ferndorfer. Die wissen auch um die Wurfkraft des VfL aus der Ferndistanz. Macht nichts, macht nichts, Mike. Der ist trotzdem drin von Alexander Herrmann. Das zeigt übrigens sein ganzes Selbstvertrauen. Oh, der war auch schön. Und die Zeitstrafe zwei, ja, gegen Marvin Sommer. Da sind die Schiedsrichter auch angehalten, das zu pfeifen. Das auch vollkommen zu Recht. Wenn man im Flug noch einen Kontakt bekommt, dann ist die Landung meistens sehr hart und auch nicht kontrolliert. In dem Fall hat Bornemann noch einigermaßen Glück gehabt. Ich weiß jetzt nicht, was Alexander Becker da von ihm möchte. Ob er sich entschuldigen will, macht mir nicht den Eindruck. Ich glaube, sie haben Nummern ausgetauscht, gehen nachher noch ein Bier trinken oder sowas. Bei dir in der Kneipe? Ich darf auch keine Werbung machen, hast du zu mir gesagt. Ja, ich will da mal nicht so sein. Nächster Treffer von Alexander Herrmann. Also, das ist mir zu einfach, Mike. Ja, das ist wirklich ziemlich simpel. Also, er hat ja wirklich nur einmal kurz angewackelt, bisschen hochgestiegen. Da gab es kaum Kontakt. Wo ich gerade noch die Abwehr gelobt habe, stand sie gerade da eher ja, wie eine C-Jugendmannschaft. Gut angezogen. Aber schnelle Hände in der Gummersbacher Abwehr. Bleibt für mich das Faustpfand überhaupt. Wenn Gummersbach eine super 6-0 hinstellt, die auch aggressiv ist von Anfang an, wird es für jeden Gegner in dieser Liga sehr, sehr schwer. Ja, allein von der Physis sind sie wirklich überragend, was die 6-0-Deckung anbelangt. Aber jetzt gerade selbst in der Unterzahl, das war auch von Ferndorf mit einem Mann mehr nicht gut ausgespielt. Der Pass eigentlich zu leicht. Aber dennoch gut verteidigt, also wirklich schnell auch unten gewesen. Sehr gut. Immerhin auch in Unterzahl gewesen, der VfL. Ja, ja. Immer noch. Hat der Arm schnell hoch. Ach, das Winkel zu spitz, meiner Meinung nach. Ja, den darf man sich eigentlich nicht nehmen aus der Situation. Aber das sehr gut zusammengeschoben. Das war zum Wurf gezwungen, ne? Der Klassiker. Er spielt so ab, dass der Außen eigentlich werfen muss, obwohl es nicht die Situation dafür ist. Ja, das war auch Zeitspiel angezeigt. Das war, ja, drei Pässe hätte man wahrscheinlich noch gehabt. Kann man mal nehmen, aber da muss ein anderer Wurf kommen. Da wünsche ich mir übrigens, bei allen Fähigkeiten, die er hat und die er auch in Ansätzen schon gezeigt hat, von Finn Herzig, noch mehr Entschlossenheit, selber auch die Bude zu machen. Ja, das stimmt. Er muss da tatsächlich steiler noch zum Tor gehen und einfach mal auf sich und seine Physis vertrauen und mehr seinen eigenen Erfolg suchen. Er ist noch jung, das darf man ihm nicht übel nehmen. Er ist 20 Jahre und da die richtige Entscheidung zu treffen, wann spiele ich ab, wann gehe ich selber, das ist nicht immer so einfach, gerade weil es hier auch wirklich schnell zugeht. Wieder sehr gut gespielt, wieder Basic gegen Ivic und wieder Ivic. Kleines Privatduell zwischen den beiden und der Kroate beim VfL, der Sieger. Ich finde übrigens, seit der Niederlage in Coburg, wo es ja insgesamt von Ivic und Matthias Bude zusammen nur drei Paraden gab, haben die sich richtig gesteigert.
Ja, und vor allem ist das Schöne, dass die sich auch mit ihren guten Leistungen immer abwechseln. Mal weiß es Ivic, der 12 bis 15 Paraden hatte. Im nächsten Spiel ist es Matthias Pudel, wie beim letzten Heimspiel, wo er hier das Tor vernagelt hat gegen Krefeld. Das ist halt das Angenehme, wenn man so ein gutes Torhüter gespannt hat, dass beide... Oh sind. Ja, Alexander Herrmann, der Nächste. Also gerne ich Lukas Kuhl mag, den kann man auch mal halten. Könnte man das Gefühl haben, in den ersten 10 Minuten der VfL dominiert das Spiel, aber Ferndorf hatte auch freie Chancen, die sie liegen gelassen haben. Von daher, ich finde es einigermaßen ausgeglichen bisher. Ja, Ferndorf macht das ganz gut, die nehmen ein bisschen Tempo raus. Sie wollen den VfL nicht so in ihren schnelles Spiel kommen lassen, sparen lange Angriffe, sind trotzdem gefährlich. Ich finde auch, dass das ein durchaus ausgeglichenes Spiel zurzeit ist. Ja, jetzt geht der Arm hoch, richtig. Sehr gut durchgesteckt. Trotzdem Alexander Becker noch in der Lage, dann das Anspiel zu verhindern. Haben jetzt schon einige Male versucht, da Thomas Rink in Szene zu setzen. Finde ich, das macht er auch gar nicht so schlecht mit den Sperren, um sich dann noch ein bisschen zu lösen. Ja, es war dann zweimal, wo man ihn gut freigespielt hat, aber dennoch den Gummersbacher Verteidiger einiges schneller war oder wacher war. Aber je länger das Spiel dauert, damit auch mal ein Ball durchkommt. Und was bei Ferndorf halt auch gut macht, die behalten die Ruhe vorne, nehmen keine hektischen Abschlüsse, sondern spielen wirklich lange durch, warten auf die Chance. Und jetzt gleich wird einer mal schnell werfen, aber... Oder durch. Das war sehr gut gemacht. Ja, da geht Kontretz auch mit rüber zu Becker. Ich weiß nicht, ob sie da den Kreisläufer mit zwei Mann decken wollten. War natürlich völlig unnötig, aber deswegen... Das war für den VfL Gummersbach, hätte ich jetzt fast gesagt. Habe ich gesagt. Für den TuS Ferndorf natürlich. Bosovic, aber da ist die Parade von Pool. Ah, da gut gehalten. Jetzt gibt es auch endlich den Wechsel. Herzig wieder auf der Platte für Konfetz. Aber so eine Situation wie gerade bei Gummersbach in der Abwehr ist immer sehr ärgerlich. Man steht lange in der Abwehr. Kriegt die Mannschaft zum Zeitspiel, dann geht der Arm tatsächlich so lange hoch und die haben nur noch zwei Pässe und dann setzt er sich in 1-1 auf 6 Metern durch. Gut durchgesetzt übrigens von Finn Herzig gerade, das hat er mal gut, sehr, sehr gut gemacht. Ist auch ein Spieler, der glaube ich noch gar nicht weiß, wie gut er wirklich ist. Zum Glück kann er das nicht hören. Sonst denkt er hinterher noch wirklich, er ist richtig gut. Sommer gegen Pool. Und? Ja, relativ trocken. Fand Pool, glaube ich, nicht so witzig. Na, er hat immer schön einen über die Stirn gezogen. Lukas ist auch so ein Torwart, den das gar nicht aus der Ruhe bringt und der dann eher, so wie Andreas Thiel früher, sich daran noch ein bisschen motiviert. Kann auch mal in die Hose gehen, so als Heimmannschaft. Wechsel am Kreis. Beim TuS Ferndorf. Bin ein bisschen überrascht. Van Brink hat das bislang sehr, sehr gut gemacht. Abgefangener Ball. Marvin Sommer auf dem Weg zum nächsten Treffer für den VfL Gummersbach. Oh, das war eigentlich ein Winkel, wo man auch abschießen kann. Ja, hat ein bisschen verweigert, ne? Vorne jedenfalls am Kreis jetzt Mathis Michel. Na, wie gesagt, ich fand Brink nicht so schlecht. Der macht erstmal Pause.
Nächster abgefangener Ball. Ja, das ist jetzt zu einfach. Oder auch das, was ich eben eigentlich gesagt habe, dass sie die Ruhe im Spiel behalten und auch die Angriffe lange ausspielen, haben sie jetzt gerade in den letzten beiden Angriffen nicht bewiesen, sondern da eigentlich sehr, sehr leichte Fehler produziert, die jetzt, wenn sie Pech haben, für 4 Tore Führung zum VfB Gummersbach führen. Ich wollte gerade vorschlagen, Patrick Weber wäre vielleicht in so einer Situation gar nicht so schlecht. Und genau jetzt macht er sich dann auch unten bereit, um gleich eingewechselt zu werden. Posovic, ja, wieder Pool in der Ecke. Aber auch keine Schussmöglichkeit. Das ist zu schnell abgeschlossen. Er läuft gerade aufs Tor. Ein Schwung da, Basic. Ja. Ja, lassen Sie nicht abschütteln, ne? Es gab jetzt eine ganz kurze Phase, da schien es so, als würden Sie es verdatteln. Aber jetzt? Ja, das sind solche Momente, wo man als Spieler vom VfL Gummersbach sich ein bisschen zurücknehmen müsste. Gerade auch Posovic mit dem Abschluss gerade, der total unvorbereitet war. Du führst mit rein, hast eigentlich alle Zeit der Welt. Dann kann man ruhig auch mal bis zum Zeitspiel spielen, um dann eine Chance zu suchen, die wirklich 100% ist und nicht so eine Halbchance. Oder mal die Ecke wechseln, aber der Block stand auch nicht schlecht. Ja, das war schon. Aber so ein typischer Linkshänderwurf, er läuft gerade aufs Tor und schießt lang. Der Torhüter lag ja schon in der Ecke. Das sind so Aktionen, die ich bei Finn jetzt nicht so gut finde, weil er, wenn der Ball von links kommt, der direkt wieder abbricht und eigentlich dahin läuft, wo die Leute schon stehen. Wenn er da zur Hand gehen würde, würde er vielleicht Janko noch ein bisschen mehr ins Spiel bringen. Oder wenn Sommer in dem Fall eingelaufen wäre, würde er zumindest noch einen Abwehrspieler binden. Das wäre auch eine Option. Ja. Aber so, wie du gerade gesagt hast, es ist eng und dann auch leicht für die Abwehr zuzuschieben. Und man hat den Wurfarm halt nicht frei, weil man genau mit dem Wurfarm nach unten geht und dann eigentlich keine gute Wurfposition hat. Ja, das war gut und er ist rum. Sehr gute Abwehrarbeit vom TuS Ferndorf. Ja, gut gearbeitet. Wenn der Ball da schneller rausgeht, wäre der Halbrechte jetzt frei gewesen von Gummersbach. Oh. Ja, ja. Das ist aber so eine. Diese Zeichen mag ich nicht. Wenn die Schiris pfeifen und eigentlich die gelbe Karte schon in der Hand haben, zeigen sie mal kurz, ja, ich habe gepfiffen, weil es Schritte waren. Also für mich kein Zweifel, dass das eine gelbe Karte war. Ja, natürlich. Der hängt hinten dran im Arm. Also. Das ist egal, wie viele Schritte du danach machst, weil vorher hat er noch keine gemacht. Ja. Gut, also Alex Herrmann macht eigentlich, was er will. 5. Treffer. Und wir haben gerade 16 Minuten 40 Sekunden gespielt. Nicht schlecht, kann man mal 5 Tore gemacht haben. Ja, bisher nur 2 Torschützen beim VfL. Mit Marvin Sommer und Alexander Herrmann. Der eine TG von Sommer und sonst nur Alex Herrmann. Also da muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen. Die anderen müssen sich mehr ins Spiel einbinden. Solange er trifft, soll er werfen. Aber du hast vollkommen recht. Da kommt von der anderen Position im Moment noch zu wenig. Boah, das ist ja überhaupt nicht gefährlich, Patrick Weber. Was macht er denn? Also wenn wir uns da schrecklich verkleiden, dann sind wir gefährlicher als Patrick Weber in der Situation. Ja, da hast du vollkommen recht. Er steht auf 10, 11 Metern. Also er steht wirklich, ja, und die Abwehr ist 3 Meter weg. Da kann ich nicht zwingend den Kreis anspielen. Das ist so die schlechteste Option, die man in dem Moment hat. Ich glaube, es war so vor 3 Jahren, als die Eulen das erste Mal aufgestiegen sind in die erste Liga, die Eulen Ludwigshafen. Da hat er da toll gespielt, dann hat er sich verletzt. Dann ist er nach Coburg gegangen, das hat auch nicht geklappt. Jetzt mal Bozo Wilber. Wir haben es gefordert, dass da mal jemand anders trifft als Alexander Herrmann. Aber seitdem kommt er nicht mehr so richtig in die Spur. Denn eigentlich ist das ein Spieler,
der bei einer Mannschaft wie Ferndorf zumindest offensiv 60 Minuten auf der Platte stehen muss. Ja, also 6 Minuten finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber von der Grundqualität. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht. Aber wenn man ihn richtig in Szene setzt und er auf 10 Metern hochspringen kann, ist er auch ähnlich wie Baumgärtner, ist er auch von der Statur ähnlich. Ganz schwer zu blocken, hat einen unfassbar harten Wurf. Und normalerweise müsste man das mehr nutzen. Und dann so ein Anspiel. Da flippst du doch aus als Trainer. Ja, volle Kanne. Mike Thiele gerade auf 180. Ist ja nicht mein Spieler, ich bin ganz ruhig. Für die zweite würdest du nehmen. Ja, sofort. Da würde ich, glaube ich, alle nehmen, die hier unten rumlaufen. Jetzt. Genau, das ist seine Stärke. Genau, Stärke. Ja. Kommt er mit Schwung. Die Abwehr ist zu weit weg, weil der Block da sehr gut stand. Und Weber trifft. Ja. Oh, das ist ja kaum zu glauben, Alexander Herrmann. Also, wenn Sie es jetzt noch nicht erkannt haben, kurzer Hinweis an die Kollegen aus Ferndorf. Der ist nicht ganz so schlecht, der Alex Herrmann. Aber so locker irgendwie aus dem Handgelenk. Habe ich von ihm auch selten so gesehen wie ja, heute. Ja, das ist schon sehr platziert, der Wurf auch. Und der Torwart weiß auch gar nicht, was er da machen muss, weil er wirft eigentlich frei. Und das ist wirklich schwer zu sehen, wo geht der Ball hin. Ja. Da war das vielleicht richtig zu verweigern. 100%. Also den Wurf darf man sich da nicht mehr nehmen. Anders als in der Situation vorher. Jetzt mal das gute Anspiel im Kreis, 7 Meter. Das sind so Entscheidungen, die ich auch als Trainer hasse. Die lassen Vorteil laufen, er wirft ganz frei. Klar, es wäre vorher 7 Meter gewesen, wenn sie abgepfiffen hätten. Aber in dem Moment, wo er so frei zum Wurf kommt und er hat alle Möglichkeiten, er hat sogar noch Zeit und dann verwirft er, dann ist es für mich Vorteil. Dann darf man da keinen 7 Meter mehr pfeifen. Mikkel Hansen kommt zum 7 Meter. In dem Fall ja, ist Julius Schwede, du hast vollkommen recht. Wenn ich dich vorher gefragt hätte, rat mal, wer der Schwede ist, ich glaube, da wären wir beide drauf gekommen. Der macht es relativ souverän. Ist der beste Torschütze in dieser Saison, ist das Ferndorf. Bin auch ein bisschen überrascht, dass er bislang noch gar nicht gespielt hat. Er ist auch nicht der größte Spieler. Und wenn man dann so Ochsen hinten drin stehen hat, wie Kontrich und Becker, ist natürlich für so eine Art von Rückraumspieler sehr, sehr schwierig, auch da durchzukommen. Ich denke mal, deswegen hat Michael Lersch erstmal auf die anderen gebaut. Die es bislang ja ordentlich machen, so ist es nicht. Ja, keine Frage. Die lassen sich nicht abschütteln. Jetzt nehmen sie Alexander Herrmann ein bisschen offensiver. Und dann trifft Bosovic. Hilft natürlich nichts, Herrmann offensiver zu nehmen. Und wenn der dann bei 20 Metern steht, einfach gar nicht mehr Abwehr zu spielen. Ja, es war das Gleiche wie vorher. Gummersbach macht das schlau, das was zum Erfolg führt, spielen sie nochmal, wie gerade, dass sie Bosovic in die Schussposition bringen. Daher ganz genau richtig gemacht, der Wurf war identisch wieder davor. Muss man in dem Moment nichts dran ändern. Lukas Schneider mit dabei, gerade am Ball. Der Linkshänder auf halb rechts. Ah, das ist schlecht. Ja. Fügt sich nicht gut ein. Ah, das war auch ein ganz, ganz schlechter Pass. Bisschen wie Weber eben nach der Einwechslung. Ah. Erstmal mit dem Fehler. Aber bei Weber merkte man gerade, er hat nicht so den richtigen Abstand zur Deckung, damit er wirklich seine Gefahr ausstrahlen kann. Ist ein bisschen zu nah. Sieht dann auch sehr ungelenk aus, finde ich, in dem Moment, wenn er halt zu nah an der Abwehr dran ist. Ja, erst einmal auch sehr groß. Das darf man nicht vergessen. Ja, da muss er ein bisschen mehr Explosivität noch im ersten Schritt und dann ist er durch. Gebe ich dir vollkommen recht. Das tust du regelmäßig, das gefällt mir sehr gut. Zeigt, dass du Ahnung vom Handball hast, Sascha. Oder du gar keinen, wir wissen es nicht. Das sollen die Zuschauer für sich selbst beurteilen an dieser Stelle. Fakt ist, wir haben gut 22 Minuten gespielt. Der VfL kann auch plus 5 erhöhen. Trotzdem keine schlechte Leistung von Ferndorf.
drei, vier leichte Fehler und die machen dann jetzt den Unterschied auch im Spielstand aus. Vor allem, was einem richtig wehtut, das sind diese Fehlpässe. Also ich sage immer, Fehlwürfe kann man irgendwie akzeptieren, weil ist ja auch immer noch jemand im Tor, der das eventuell verhindern möchte, dass man trifft. Aber so ein Fehlpass einfach zum Gegenspieler gespielt, eieiei, das ist immer sehr unangenehm. Schmälert so ein bisschen die Leistung von Ferndorf gerade, finde ich. Oder vielleicht am Ende einfach der Qualitätsunterschied zwischen den Spielern auf der einen und auf der anderen Seite einem Bundesliga-Absteiger und einer Mannschaft, die vor zwei Jahren noch in der dritten Liga gespielt hat. Das mit Sicherheit auch. Obwohl sich Ferndorf ja seit dem Aufstieg auch von der dritten Liga in die zweite schon enorm verstärkt hat. Die machen einen richtig guten Job. Der Mörsers Jaric, der ja früher auch mal hier in Gummersbach war und lange Zeit auch in Ferndorf selber gespielt hat, der hat dann wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen. Die haben ganz selten Verpflichtungen, die überhaupt nicht fruchten. Daher ganz großes Kompliment. Tolle Variante, nur an den Pfosten von Finn Herzig. Aber da hatten sie alle genatzt beim TuS Ferndorf. Ball geht an den Pfosten. Ja, der Torwart hat auch gar nicht reagiert, das war wirklich Pech. Ich mag so Varianten auch beim Freiwurf, sei es das oder in der Überzahl, dass man sich irgendwas einfallen lässt auch im Training und das dann umsetzt. Wo gerade sowieso gewischt wird, wollte ich das nämlich mal von dir wissen. Das sehe ich auch auf hohem Niveau sehr, sehr selten, dass man da was ausprobiert. Warum macht man das fast gar nicht? Da habe ich tatsächlich gar keine Erklärung für, weil das sind in der Regel auch leichte Tore, wenn man so zwei, dreimal Puls. Ja, auf der anderen Seite dauert es auch lange, bis man sowas einstudiert hat, um das dann im nächsten Spiel zu machen. Da reicht meist die Zeit nicht. Und wenn man es dann zwei, dreimal umgesetzt hat, die anderen gucken ja auch Video, und dann war es das auch schon wieder mit der Herrlichkeit. Diesmal mit Schwung, aber Filip Ivić ist zur Stelle. Dritte Parade für ihn. Halbe Höhe, kurze Ecke, ist auch ein sehr dankbarer Ball für den Torwart. Und Ivić ist sehr, sehr schnell. Also wenn der Wurf nicht mit deutlich mehr Schmackes kommt, dann wird das nichts. Er war auch dran am ersten von Weber. Ja. So ist es nicht. Also der ging flach ins Eck, aber da war der Wurf noch ein bisschen schneller und präziser. Und diesmal Ivić schnell genug. Schöne Sperre von Jonas. Ach, och Leute. Der Pfiff hat Mike Thiele nicht gefallen. Ja, ich kann den einfach nicht nachvollziehen. Das ist mein Problem. Aber ich habe da jetzt keine wirklichen Schritte gesehen. Ich weiß nicht genau, was sie abgepfiffen haben. Aber Zeichen war Schritte, ne? Kreis ab. Kreis ab? Da müsste ich mich eigentlich mit auskennen. Ist das nicht dein Podcast, Sascha? Ja, in der Tat. Aber wir wollen hier keine Werbung machen. Wir wollen uns aufs Handballspiel hier konzentrieren. Aber sehr sehenswert auch für die Zuschauer. Jetzt darfst du aber, Sascha. Ja, ist in Ordnung. Es reicht schon. Wir machen das so, du kaufst Werbung ein beim VfL für die Kneipe und ich für meinen Handball-Podcast. Weber. Und die nächste Parade, das ist wirklich zu leicht. Was du eben gesagt hast, Linzburg, vielleicht technisch nicht schlecht. Da war ja jetzt auch von der Bewegung her, vom Ablauf alles wunderbar, aber überhaupt kein Pfeffer im Wurf. Ja, da fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft. Aber auch Parade von Ivić, gut gehalten. Muss man. Erste Auszeit. Grewe hat sich eine Auszeit gegönnt, um kurz ins Gespräch zu sehen. Gehen, natürlich nicht sehen, mit seinen Spielern. Und ich glaube, er würde sehr, sehr gerne auf plus 5 erhöhen. Was ist so das Erfolgreichste jetzt bislang beim VfL aus seiner Sicht?
Ja, wenn man die Torschützen sieht, ist das durchaus viele Einzelaktionen von Alexander Herrmann. Jetzt waren zweimal gute Kreuzbewegungen für Janko Bosevic auch dabei. Gerade hatten sie eigentlich wunderbar auch den Außen freigespielt. Dann kam dieser Kreisabpfiff vom Schiedsrichter. Eigentlich war in dem letzten Angriff alles richtig. Nur eben der Pfiff hat so die letzte Aktion unterbrochen. Aber mit den Kreuzbewegungen und wenn man dann auf die Abwehr geht, das ist genau das, wie sie es machen müssen, wie man hier sieht. Ferndorf ganz offensiv. Weg von der bevorzugten 6-0-Variante, weil eben Herrmann auch deutlich zu oft trifft. Sollte genug Raum geben dann für Jonas Stüber, der in den letzten Wochen so toll gespielt hat für den VfL. Ja, wenn er da in die Lücken stoßen kann und man mit Druck auf die Abwehr spielt, die werden ihn mit Sicherheit gleich ein paar Mal in Szene setzen. Auch schon zu sehen, jetzt sehr viel Platz für Finn Herzig. Ja, aber gut zugeschoben vom Abwehrspieler. Ich weiß auch nicht, warum sie da auf den zweiten Kreisläufer auflösen. Bei so offensiven Deckungen habe ich es immer lieber, wenn man dann breit spielt und versucht, über die Kreuzbewegung und Gegenkreuzbewegung des Rückraums zum Erfolg zu kommen, um dann eben auch nicht den Platz für Jonas, wie du es gerade schon gesagt hast, zuzuschieben. Steven Heine und Sascha Standke übrigens, die beiden Unparteiischen, die sich jetzt für eine 2-Minuten-Zeitstrafe entscheiden gegen Branimir Koloper. Ja, Jonas Schieber ist da gefallen. Er ist eigentlich kein Spieler, der sich theatralisch fallen lässt. Aber kleinen Fouls. Ja. Heißt dann bei erfahrenen Spielern, die nötige Cleverness wurde gezeigt. Ne? Bei Jungen heißt es immer... Nein, ich finde das in Ordnung. Also wenn man gefoult wird, soll man das ruhig mal zeigen. Auch hier, wie da am Kreis gearbeitet Super wird. Super Duell da am Kreis, fantastisch. Oh, warum wurde da abgepfiffen? Er hat ganz schlechter Pass für auf den Außen. Das war nicht das gut. Konnte ich hier nicht mehr erkennen, weil da noch ein Monitor dazwischen war. Sei mir verziehen. Der Pass muss kommen. Das war super gespielt. Bis zum Halbrechten. Der wirft den Ball dann dummerweise ins Aus. Gleich nochmal drauf achten, was Michel da mit Jonas Stüber gemacht hat. Super Duell der beiden Kreisläufer. Ja, er schiebt ihn schon sehr in den Kreis, aber das ist auch heutzutage absolut normal. Das Körperspiel, ja? Das Handball. Ja, genau. So ist das. Ich habe keine Schritte gesehen, auch wenn das im Hintergrund gefordert wurde. Vielleicht konnte es auch gehört werden, draußen an den Bildschirmen. Ich sehe, das waren keine Schritte. Man sollte nicht immer auf alles hören, was die Zuschauer so reinschreien. Weber, ist aber wunderbar von Kontretz rausgetreten, genau im richtigen Moment. Super Timing. Jetzt muss der Abschluss gleich kommen. Weber vorbei. Hätte gerne den Einwurf von der Ecke. Aber Torhüter war nicht dran. Das heißt, weiter ins Zeitspiel. Auszeit. TuS Ferndorf. Vier Sekunden sind es noch. Unterzahl für den TuS Ferndorf. Vielleicht mal ein Camper, keine Ahnung, könnte man probieren. Bei vier Sekunden jetzt noch. Dann sofort der Wechseltorhüter wieder rein. Ich finde, die Auszeit war jetzt zu einem komischen Zeitpunkt genommen. So nach 2 Minuten in der ersten Halbzeit. So richtig viel wird er jetzt auch nicht damit bewirken können.
Er hat halt noch eine. Ja, jetzt nur noch eine, ne, für die zweite Halbzeit. Das ist ja das. Naja, war seine erste, glaube ich, oder? Na, die zweite, glaube ich. Nee, ich meine, eben hätte Torge Grebe die Auszeit genommen. Okay. Von dann glaube ich sie einfach mal. Dann ist das absolut in Ordnung. Ich kann mich deswegen dran erinnern, da lief Werbung. Werbung läuft immer in unserer ersten Auszeit. Das merken wir dann fürs nächste Mal. Ah, jetzt musst du abstimmen. Mal clever die Zeit von der Uhr genommen jetzt in der Unterzahl. Jetzt sind sie vollzählig. Mich wundert, warum Weber so komisch anläuft. Da fehlt mir komplett die Überzeugung in dem Wurf, beziehungsweise in dem Anlauf schon die Körpersprache. So. Ah, könnte gleich einer kommen, mich blocken. Zieh mal durch. Ja, das ist auch so ein Selbstvertrauen, was man sich natürlich erarbeiten muss. Und wenn das in den letzten Wochen nicht so war, dann ist es natürlich auch schwierig, heute genau dann den Schalter umzulegen. Ja, das war schlecht. Lukas Schneider nutzt die Unaufmerksamkeit. Ja, das darf eigentlich nicht passieren. Schlafmodus beim VfL. Da standen vier Mann drumherum, da darf der Pass nicht ankommen. Das ist immer ärgerlich, sowas, auch wenn man dann lange in der Abwehr steht und man hat die wirklich zwei, drei Mal beim letzten Wurf. Und dann schläft man den Schlaf der Gerechten. Oh, der erste Fehlwurf. Formkrise bei Alexander Herrmann. Jetzt kann der TuS Ferndorf tatsächlich auf minus zwei stellen, kurz vor der Pause. Wie auch immer sie das gemacht haben, denn trotzdem hat man ja das Gefühl, der VfL dominiert dieses Spiel. Aber es sind aktuell nur drei Treffer Unterschied. Ja, aber man darf nicht vergessen, wenn das jetzt, wenn die auf zwei verkürzen können, wird man vielleicht noch mal ein bisschen nervös. Und dann, weil die letzten Angriffe waren auch nicht so gut. In der Überzahl hat man, man verloren. Dann kommt so ein glücklicher Abpraller. Ja. Sehr gut angenommen. Aber Herrmann zieht durch. 2 Minuten. Gibt dann nochmal den direkten Freiwurf. Jetzt sind wir dann auch endlich soweit. Bozovic gegen den TuS Ferndorf. Ich tippe mal ganz mutig auf den TuS Ferndorf in der Situation. Ja, die Entfernung ist schon sehr stattlich. Und noch eine Parade und die war auch dringend nötig von Marin Duriza, der mittlerweile im Tor steht beim TuS Ferndorf. Also, es bleibt beim 11:9. Für den VfL Gummersbach nach 30 Minuten. Die Gastgeber können die zweite Halbzeit in Überzahl beginnen und dann sind wir pünktlich zurück zum zweiten Durchgang nach einer Pause. Und dem TuS Ferndorf 15 Minuten Pause. Der Halbzeitstand wird Ihnen präsentiert von der Oberbergischen Volkszeitung. Es steht 11:9. Genießen Sie jetzt die leckere Pausenwurst von unserem Ernährungspartner Dornseifer bei dem frisch gezapften Peterskölsch. Die Pausenwurst erhalten Sie selbstverständlich auch im Forum hier nebenan auf dem Steinbildergelände in Gummersbach bei Dornseifer. Es folgt gleich das beliebte. Mit der offiziellen App der Lipi Moli HBL bist du immer up to date. Live-Ticker, Tabellen, Spielpläne. Alle Infos rund um die stärkste Liga der Welt findest du in der App der Lipi Moli HBL. Ihr wollt immer auf dem neuesten Stand sein? Fotos, Videos, Hintergründe. Folgt den Kanälen der Lipi Moli HBL und der zweiten Handball-Bundesliga. Facebook, Instagram, YouTube und Twitter.
Schwalbe hat heute gleich zwei Preise für euch ausgelobt, nämlich diesen Rucksack, diese Tasche. Darin ist unter anderem ein ganz aktuelles VfL-Cappy, ein Schwalbe-Cappy. Also heute gewinnt nicht nur der mit seinem Ball am nächsten. Hier an der Mittelpunkt des Anwurfkreises auf dem Parkett der Schwalbe-Arena kommt, sondern auch der zweitnächsten dran ist. Ich sehe, ihr seid alle parat. Also legt ruhig los, 3, 2, 1 und ab geht's zum heutigen Kreisballer. Dann noch kein Ball im Mittelkreis. So langsam wird's was, jetzt wird natürlich auch rollen. Von Seiten der Kickbox-Tribüne sind alle Bälle geworfen, so wie es aussieht, und von Seiten der Sparkassentribüne alle Bälle weg. Wunderbar, dann zähle ich runter. 3, 2, 1, 0 und Feierabend. Gummi, walte deines Amtes. Die beiden Bälle, die am nächsten am Mittelpunkt des Anwurfkreises sind, gewinnen je einen Schwalbe-Rucksack. Und das sind einmal die Nummer 11, Celine Teschke. Celine Teschke, da ist sie schon. Und die Nummer 49 gewinnt, das ist Heike Schmidt. Heute also zwei Damen, die Celine. Herzlichen Glückwunsch und die Heike, Heike Schmitz, da ist sie, die Heike. Auch für dich eine Schwalbe Tasche, ein Schwalbe Rucksack. Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir freuen uns jetzt schon drauf, wenn ihr beim nächsten Kreisball, beim nächsten Heimspiel wieder mitmacht. Heute präsentiert von unserem Sponsor des Tages, von Schwalbe.
natürlich nach wie vor noch Mike Thiele, Trainer der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Nordwest. Da gab es am Wochenende einen Sieg. Jetzt geht es am nächsten Wochenende zum Wilhelmshavener HV, einer Mannschaft, die gerade aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Also die dritte Liga hält einige interessante Duelle bereit. Nicht nur was den VfL Gummersbach angeht, sondern viele ehemalige Zweitligisten tummeln sich da mittlerweile. Und hier tummelt sich ja ein ehemaliger Erstligist, möchte gerne wieder aufsteigen, spätestens im nächsten Jahr, also in der nächsten Saison besser gesagt, aber in dieser würde man es auch gerne mitnehmen. Aber der kleine Verein aus der Nähe sorgt dafür, dass sich der Co-Kommentator zwischendurch auch mal ein bisschen ärgert. Denn der TuS Ferndorf hält mit. Und wären da nicht einige wirklich sehr leichte Fehler gewesen, könnte es durchaus auch unentschieden stehen. Also wir erleben ein spannendes Spiel und jetzt noch eine Überzahlsituation. Zwei Kreisläufer, Alex Becker löst auf, von der Halbposition kommt. Tobias Schröter darf zum ersten Mal heute Abend aufs Tor werfen und trifft. Ja, der TuS Ferndorf hat das in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Er nimmt hier wirklich den Dampf so ein bisschen aus dem Spiel. Das Publikum kann gar nicht so richtig kommen, dadurch, dass sie wirklich langsam spielen, auf ihre Chance warten, relativ wenig Druck auf die Abwehr erzeugen. Aber dann, wenn sie denn mal die Möglichkeit haben, setzt sich auch teilweise gut durch, auch wenn viele technische Fehler noch in der ersten Halbzeit dabei waren, die nicht hätten sein müssen. Dann hätte es auch ganz anders stehen können. Aber auch Gummersbach hat viele Chancen in der ersten Halbzeit sieben liegen lassen. Weber jetzt mit Schwung, genau das, was er braucht. Ja, mal komplett blank und zieht dann den Abwehrspieler auf sich und Jonas Stüber ist frei. Und wenn der frei ist, dann ist es in der Regel ein Tor. Das war die Überzahl absolut perfekt von vorne bis hinten ausgespielt. Ja, das ist so die Überzahl, wie man sie mittlerweile fast überall in der Bundesliga sieht. Man geht direkt mit zwei Kreisläufern. Der eine Kreisläufer geht über zwischen Abwehr 1 und 2. Der andere steht in der Mitte, um dann entweder den Kreis frei zu spielen, wenn man die erste Möglichkeit hat, oder eben dann den Ball nach außen weiter zu transportieren. Ist ganz schwer zu lösen, wenn man tatsächlich gute Rückraumspieler hat, die auch Torgefahr ausstrahlen. Nahezu unmöglich. Wir hatten auch noch dicke Freunde heute, der Alexander Becker und der Andreas Bornemann. Wie lange braucht man aus der Schwalbe Arena bis in deine Kneipe? 3 Minuten? Maximal. Also ja. Da die beiden ja noch relativ fit sind, könnten 2 Minuten reichen, um dann nachher bei einem Bierchen das Spiel nochmal Revue passieren zu lassen. Und Patrick Weber findet so ein bisschen rein. Zweiter Treffer für ihn schon in der zweiten Halbzeit. Muss auf Außen decken. Ah, da hat jetzt eine guten Abstand zur Abwehr gefunden. Beide Male auch als Aufsetzer geworfen für einen Torhüter. Immer schwer zu halten, wenn die so kurz vor der Linie nochmal aufprallen. Jetzt Gummersbach mit Jonathan Dajan auf der Mitte. Der seine Stärke mehr im 1 gegen 1 hat. Wie man genau hier zu sehen. Ich wollte nämlich sagen, ich glaube, dass Torge Greve hier noch etwas mehr Schnelligkeit im ersten Schritt sehen möchte. Ja, man sieht ja auf der linken Seite, wie weit man auf Alexander Herrmann rausgeht. Und auch der Mittelmann in der Abwehr verteidigt schon fast auf 9 Meter. Und wenn man dann mit Dampf kommt, mit Pass von Alexander, dass Jonathan dann wirklich schnell in seine ersten beiden Schritte kommt. Und das macht er sehr, sehr stark. Der hat eine unfassbare Beinmuskulatur und wirklich sehr schnelle ersten beiden Schritte, dass er fast sich gegen jeden durchsetzen kann. Aber das war kein guter Pass. Ivic dran, aber der TuS Ferndorf verkürzt auf minus 1. Gibt's doch gar nicht. Das ist genau die Gefahr, die ich eigentlich in der ersten Halbzeit schon angesprochen habe. Man hat die Möglichkeit, die ganze Zeit auf 5 Tore wegzugehen. Und jetzt steht es 13-12, obwohl man eigentlich für den neutralen Zuschauer denken müsste, Gummersbach ist klar besser. Aber das Ergebnis, es kann noch mal eng werden hinten raus.
Aber Mike, jetzt ist es das Spielchen, was wir haben wollten. 100%. Die Halle kommt so langsam. Ja, es war mir in der ersten Halbzeit schon ein bisschen zu ruhig und auch zu langweilig. Bei so einem Lokalderby erwartet man schon Feuer. Das, was die Zuschauer mitreißen, auch mal die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht nicht so optimal von den Schiedsrichtern ist. So, jetzt tatsächlich Ferndorf mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Schwung mitnehmen und das macht Weber und der trifft tatsächlich zum Ausgleich hier in Gummersbach. 13-13, kurz nach der Pause. Boah, dreht Weber plötzlich das Spiel, der kam rein mit einem Fehlpass wirklich jenseits von Gut und Böse. Traf dann einmal, wirkte ein bisschen unsicher und jetzt 3 von 3. Ja, das ist das Selbstvertrauen, was er eben auch braucht. Dass er mal auch aus so einer Entfernung, wo man noch ein bisschen Kontakt bekommt, den Ball reinschweißt. Sehr gut mitgenommen von Dajan. Jetzt hat Alexander Herrmann seine Treffsicherheit verloren. Ja, die Wurfhöhe nicht unbedingt optimal. Wie hat mein Trainer gesagt, hat noch keiner unterm Tor hergeworfen, aber das war immer, ja, aber das war immer die Spezialität des Kollegen Sven Herzberg, der hier sitzt, wenn du nicht da bist. Schönen Gruß an der Stelle, wenn er zuschaut. Und wieder Patrick Weber. Also entweder ist das nichts. Oder 7 Meter. Oder 7 Meter, aber Freiwurf. Oh, jetzt kann man es auch richtig hören. Die Fans des TuS Ferndorf zahlreich vertreten heute in der Schwalber Arena. Ja, für die ein absolutes Highlight. Das ist ja genau das. Man und jetzt der Block aber von der Gummersbacher Abwehr. Man war immer so der kleine Nachbar, der sich oft auch bei der Akademie vom VfL Gummersbach bedienen durfte oder auch mit Baumgärtner, der ja 2 Jahre dann beim TuS Ferndorf Spielpraxis sammeln durfte. Und jetzt hier mal gegen den großen VfL zu spielen, ist natürlich für die oder für den kleinen Verein in Anführungsstrichen ein absolutes Highlight. Super gespielt nach außen. Und der TuS Ferndorf geht in Führung. Tim Rüdiger, der Mann mit Erstligaerfahrung von der HSG Wetzlar, Auszeit VfL Gummersbach. Jetzt ist das Spiel gekippt in nur wenigen Minuten. Mit 2 lagen sie zurück, der TuS Ferndorf zur Halbzeit. Und jetzt die Führung für den Außenseiter. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie der VfL Gummersbach reagiert. Weil wenn man so in die Gesichter guckt, da ist jetzt nicht die totale Entschlossenheit zu sehen, sondern man ist eher überrascht, warum liege ich jetzt eigentlich hier mit einem hinten? Was ist denn gerade überhaupt passiert? Das sind eben die Fahrlässigkeiten in der ersten Halbzeit. Überzahl nicht ordentlich ausgespielt, teilweise Würfe genommen, die nicht sein müssen. Statt mit 5, nur mit 2 und jetzt wieder mit einem hinten. Und da darf man Ferndorf nicht unterschätzen, wenn die jetzt mal nochmal richtig Auftrieb bekommen. Dann haben die auch richtig Bock und dann sind die auch gut. Wir dürfen uns, glaube ich, freuen auf etwas mehr als 20 tolle Handballminuten, die wir jetzt noch zu sehen bekommen. Robin Haller auf der Platte. Torge Grebe will Erfahrung haben. Bosovic neben den Kasten. Jetzt guckt ihr mal die Körpersprache von den Ferndorfern an. Wie die in der Abwehr gerade standen, wie die richtig Bock hatten, wie die auf den Körper gegangen sind. Das ist genau das, was ich befürchtet und nicht gehofft habe, dass man hier das Spiel leichtfertig, obwohl man klar besser ist, so ein bisschen aus der Hand gibt. Ohne jetzt schwarz sehen zu wollen, aber jetzt wird es natürlich schwierig, wieder ins Spiel reinzukommen.
Das ging nochmal gut aus Sicht des VfL, denn Weber kam schon wieder mit jeder Menge Schwung von der Halbposition. Eigentlich gut geholt von Lindskog und Bornemann. Der letzte Pass war ein bisschen unglücklich, aber ansonsten ist das eine ganz andere Geschwindigkeit, die jetzt auch im Angriff gespielt wird. Die glauben gerade an sich. Passives Spiel angezeigt. Lindskog mit dem Versuch des Überziehers, aber Becker ist da physisch zu stark für den Schweden. Ja, bisher von ihm noch nicht viel zu sehen. Das, was wir schon in der ersten Halbzeit angesprochen haben, dass er sich gegen die Großen natürlich sehr schwer tut und auch sein 1 gegen 1 hier nicht einsetzen kann. Aber dafür mit guter Unterstützung von der Rückraum- und Linksposition. Und gute Unterstützung der TuS-Fans. Werden immer lauter. Und stehen die ganze Zeit. Wenn man, ob man es sehen kann zu Hause, weiß ich nicht, aber die geben gut Gas hier. Weber mit der nächsten Chance. Der knallt da in den Giebel. Patrick Weber. Was ist das denn jetzt für ein Handballspiel? Da haben wir noch kritisiert in der ersten Halbzeit. Wo ist denn der Patrick Weber von vor ein paar Jahren, der in der Bundesliga mit den härtesten Wurf auf die Platte gebracht hat? Und jetzt trifft er 4 von 4 nach dem Seitenwechsel. Aber da war der Abstand nicht richtig zur Abwehr. Wie er jetzt auf 10, 12 Meter hochsteigt. Mit absoluter Überzeugung, das Tor machen zu wollen. Das ist schon super. Da sieht man auch seine Klasse. Hermann Duritza ist dran. Und die Latte und der TuS Ferndorf kann auf plus 3 erhöhen jetzt. Das sind überhastete Abschlüsse gerade vom VfL, wo man mit der Brechstange durch will. Anstatt jetzt wirklich nochmal durchzuspielen, dass das Ferndorf am Anfang gut gemacht hat, den Ball langsam zu machen und auf die Chance zu warten. Das sind alles so Halbchancen, die man auch nicht pfeifen muss. Also für mich war das jetzt kein Foul, woraus ein Freiwurf hätte resultieren müssen. Etwas zu nah dran, deswegen kann Weber da nicht kommen. Ivic war wohl nicht mehr mit dem Fuß dran. Ich behaupte mal, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Wäre auch meine Vermutung gewesen. Oh, das ist mal faul. Ja, 100%. Thomas Bach mit der Gelegenheit auf Tempo-Handball aber schon wieder abgebrochen. Da hätte ich mir etwas mehr Geschwindigkeit gewünscht vom VfL. Hat direkt Abwehrangriff gewechselt. Dadurch war es nicht möglich, dass man mit allen Mann nach vorne attackiert. Ja, man kann aber auch bei 10 Metern noch abbrechen. Ja, keine Frage. Ach Gottes Willen. Leichter Fehler. Jetzt Geschwindigkeit auf der anderen Seite. Patrick Weber trifft er schon wieder. Der trifft. Er hört gar nicht mehr auf. 5 von 5 in der zweiten Halbzeit. Unaufhaltsam. Patrick Weber. Ja, Florian Baumgärtner macht sich schon seit ein paar Minuten warm. Ich denke, gehen wir davon aus, dass er jetzt gleich kommen wird. Da ist er auch schon. Kommt jetzt ins Bild. 3 für Ferndorf. Jetzt muss der VfL sehen, dass er schnell wieder in die Spur findet. Aber das ist genau das Handballspiel für die neutralen Zuschauer, das wir uns versprochen haben. Haller, Parade von Duritza. Hartmann Gegrewe, alles andere als ein Freund. Zufriedenheit sieht anders aus. Absolut nachvollziehbar. Auch hier wieder 15 Sekunden Angriff und dann kommt ein Abschluss, der mal reingehen kann, wenn man Glück hat. Aber das ist nicht zwingend der Wurf, den man dann sehen will. Die Spielanlage ist aber klar jetzt bei Ferndorf. Ja, man wird jetzt versuchen. Wieder ein waghalsiger Pass von Patrick Weber. Wie er wirft aus dem Rückraum, so schlecht sind so bislang seine Pässe an den Kreis. Er ist so der klassische Spieler, wenn er selber die Entscheidung treffen muss, ist es für ihn wirklich schwierig. Bringt man ihn aber in die Situation, wo schon entschieden ist, was er eigentlich machen muss, haben wir gesehen nach der Pause 5 von 5. Bislang der Garant dafür, warum sich Ferndorf hier so weit nach vorne gekämpft hat. Außen. Abwehr gefällt mir eigentlich ganz gut, aber Alex Herrmann trifft wieder. Herrmann gegen Weber heißt es jetzt. Anders hätte ich das Duell jetzt auch noch nicht besser beschreiben können. In der Situation aber auch da außen frei. Er hätte gut noch nach rechts außen spielen können.
kommen ja aus Gummersbacher Sicht ein bisschen wenig ins Spiel. Sommer hatte einen Tempogegenstoß, Schröter zu Beginn der zweiten Halbzeit einen über Außen bei Überzahl, das war's. Also ich kann mich nicht an andere Würfe von den Außenpositionen erinnern. Jetzt ist natürlich generell der VfL sehr rückraumlastig mit den Spielern, die sie haben, aber... Solange es funktioniert, ist das ja auch alles in Ordnung. Man hat bei Alexander Herrmann Ende der ersten Halbzeit schon gesehen, waren auch zwei, drei Fahrkarten dabei, die so ein bisschen darauf schließen lassen und auch die Kraft irgendwann nachlässt. Und da muss man dann zwischendurch vielleicht versuchen, den Ball noch eine oder zwei Stationen weiter zu spielen mit Dampf auf die Abwehr, dass man die Außen eben auch in die Schussposition bringt. Bornemann. Das ist 7 Meter, ansonsten Tor. Boah, der geht noch durch die Hosenträger von Matze Puhle. Das interessiert den TuS Ferndorf aber überhaupt nicht. Und Mike Thieler hat es eben angesprochen, die Körpersprache auf der Bank. Jetzt mal von außen, Sommer. Kommt auch mehr Tempo in dieses Spiel. Ja, das, was wir erste Halbzeit sehr vermisst haben, dass es so ein bisschen behäbig wirkte. Das wird jetzt das schöne Lokalderby, was wir uns erhofft haben. Auch ich vielleicht mit einem anderen Ausgang zur Zeit. Aber es ist auch schön, wenn die Stimmung hier steigt in der Handballhalle. Ja, bei den 2,5 Millionen Zuschauern da draußen müssen wir natürlich auch ein bisschen neutral bleiben. Auch hier sagen muss, dass der TuS Ferndorf für mich ein sehr sympathischer Verein ist. Absolut bodenständig, super Arbeit, die da geleistet wird und kämpfen immer bis zum Schluss. Die Zuschauer sind einfach enorm. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner Ferndorf hat, vielleicht 10.000. Die Halle immer gut gefüllt mit über 1.000 Zuschauern. Das macht auch richtig Spaß, da zu spielen, weil das auch sehr eng ist, sehr laut ist. Ja, das ist schon super. Patrick Weber, jetzt ist Kuhle dran, aber der geht auch wieder rein. Das ist der Moment, wo man auch mal ab und zu einen Torhüter hinten braucht, der ein paar Bälle rausholt, weil das ist ein Ball, den muss er halten. Weiter geht's vor der FLS, die Schwalbe-Arena bleibt raus, alle! Was passiert jetzt? Ja, ich glaube, da gibt es dann nur die Ermahnung. Ich finde, auch dabei sollte man es belassen. Und übrigens, Mike, weil du ja Luis Füllgratner so gut kennst, er ist heute nicht mit dabei, ja, weil sein Knie noch Probleme macht nach dem letzten Spiel in Dormagen. Das wäre heute gefühlt, finde ich, irgendwie der perfekte Spieler auf Rückraummitte beim VfL. Auf der Position hat er eben diese Kombination von, er kann auch mal abschließen, setzt aber seine Mitspieler auch ganz gut in Szene und aktuell in Form und Selbstvertrauen. Ja, Luis ist ein enorm explosiver Spieler, der natürlich über seine Schnelligkeit kommt, der über einen super Wurf verfügt, der auch gut in der Abwehr steht. Und das war, du hast vollkommen recht, das wäre eigentlich sein Spiel. Eine offensive Deckung, die auf 10 Metern rangeht. Wenn er da mit der Geschwindigkeit kommen würde, weiß, hätte Fahrradkette. Aber dann hätte das Spiel jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Weil gerade alle, die bisher auf der Mitte kamen, noch nicht so die Durchschlagskraft gezeigt haben, die wir uns eigentlich erhofft hätten. Aber es sieht so aus, als ob er zeitnah wieder mitmachen kann. Das ist eine leichte Entzündung im Knie. Hat sich ein bisschen vertreten im letzten Spiel, das wird schon. Der klassische Bäcker, normalerweise kommt er da fast noch durch. Aber am Ende Ballbesitz für den TuS Ferndorf und nichts anderes ist entscheidend. Ich frage mich immer, warum macht man, wenn man E3 hinten liegt, plötzlich irgendwie Harakiri. Wieso spielt man da nicht einfach den Ball zum Nebenmann? Der macht nochmal ordentlich Druck und man versucht eine klare Chance rauszuspielen. Das macht in der Situation eigentlich gar keinen Sinn. Der VfL versucht es mit einer anderen Abwehrvariante und schon nimmt Michael Lersch ganz ruhig und besonnen die Auszeit. Die Auszeit wird Ihnen präsentiert von Schmidt und Clemens, Ihrem Top-Arbeitgeber im Schmidt und Clemens. Michael Lersch seit ein paar Jahren da als Cheftrainer beim TuS Ferndorf, als ganz junger Trainer angefangen. Er ist ja jetzt auch noch nicht alt, um Gottes Willen. 37, glaube ich. Genau.
Und ich denke, dass da auch schon andere Vereine mal so ganz lose nach Ferndorf schauen, was er denn da für eine Arbeit macht. Und er macht das wirklich ganz hervorragend. Die Zuschauerzahl des heutigen Abends. Der VfL bedankt sich ganz herzlich. Und der Trend zu jungen Trainern scheint ja sich auch bis nach Berlin durchgesetzt zu haben. War ja der Plan der Füchse. Bob Hanning hat seit Jahren gesagt, irgendwann wird Jaron Siewert bei uns der Trainer. Nächstes Jahr, wenn er nach Berlin kommt, 26 Jahre alt. Ich hätte nicht so schnell damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Zumal jetzt auch die Gefahr natürlich besteht, was passiert in Essen? Wie reagiert die Mannschaft darauf, wenn die weiß, dass der Cheftrainer schon zur nächsten Saison geht? Holt man da immer noch die letzten 10% raus oder sagt man sich, ja, der ist nächstes Jahr sowieso nicht mehr da? Aber wenn man so weit oben steht, glaube ich, denkt man da gar nichts dran. Aber wenn es mal eng werden könnte, könnte das durchaus ein ausschlaggebender Punkt sein. Und ich finde Jaron Siewert auch, ja, super, wie der das auch in Essen macht. Also die Tabellenführer in der zweiten Liga. Oh, das sind Schritte. Hättest du gedacht, dass er jetzt schon wieder nach Berlin geht? Oder kam das für dich auch sehr überraschend? Ich glaube, ich habe deswegen damit gerechnet, weil das mit Petkovic irgendwann zu Ende gehen musste. Und die Frage ist ja, was gibt es sonst auf dem Markt, was dir Erfolg garantiert? Es gibt hier große Diskussionen, auch um uns herum. Jetzt haben wir auf jeden Fall die hitzige Atmosphäre erreicht, von der alle vorher gesprochen haben. Ja, es ist dieses Duell Bornemann gegen Becker. Ich fand, der floh ziemlich stark, der liebe Albrechte von Ferndorf. Da hätte man keine 2 Minuten für geben müssen. So schauspielerische Einlagen gefallen mir beim Handball überhaupt nicht. Das sieht man sonst nur beim Fußball, aber ich möchte ja jetzt auch nicht klug scheißen. Ja, um Gottes Willen. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe. Ja, du hast ein Buch geschrieben, habe ich ja, gehört. Ja, tatsächlich. Heißt auch so. Borussia Dortmund für Klugscheißer. Das machen wir hier eigentlich beim Handball jedes Mal. Ja. Eigentlich müsste man so ein Phrasenschwein hier hinstellen und dass wir das dann nachher spenden oder sowas. Aber dann würden wir arm werden. Eben. Das ist das Problem. Also wir suchen noch Sponsoren. Da gehe ich lieber nachher für das bisschen, was ich dann an Geld zur Verfügung habe, in deine Kneipe. Es geht weiter mit Überzahl für den TuS Ferndorf. Gucken wir mal, wie sie das ausspielen. Oh, das ist mir zu spekulativ, aber Weber wirft rüber. Aber Weber wieder viel zu nah dran, das ist nicht seine Entfernung. Also, ja, der Aufsetzerpass auf außen wäre die Lösung gewählt. 100%, weil auf links alles frei war, wie du schon sagtest eben. Die Entscheidungen sind bei ihm nicht immer die besten. Also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, er macht ein gutes Spiel. Super. 7 Tore bei 9 Versuchen. Alles gut, Quote spricht für sich. Dazu noch 2 Fehlpässe, okay, aber insgesamt absolut in Ordnung, was Patrick Weber da bringt. Der Grund, warum der TuS Ferndorf mittlerweile führt. Und ohne jetzt großer Prophet sein zu müssen, das wird noch eine ganz enge Kiste hinten raus, weil Gummersbach mittlerweile im Moment gar nicht ins Spiel findet. Und du hast eben Jaron Siewert und Tusem Essen angesprochen, die einzige Mannschaft, die in dieser Saison in der Schwalbe Arena als Auswärts-7 Punkte geholt hat. Sonst hat der VfL alle Spiele gewonnen. Da muss man sagen, der war auch noch glücklich. In den letzten Sekunden macht Tusem da noch den Ausgleich. Schöner Pass. Jetzt kommt Retter, aber der trifft nicht. Duritza. Aber Zeit wieder aufgehoben. Weiter in Unterzahl. Der 6. Feldspieler kommt. Allerdings von einem Spieler, der Champions League schon gespielt hat, kann ich in der Situation erwarten, dass er da einfach... Nein, muss man erwarten. ...das Tor macht. Diese Körpersprache beim TuS Ferndorf ist einfach super zuzusehen. Das ist eine ganz andere Mannschaft als auch in der ersten Halbzeit. Baumgärtner. Viel zu nah an der Abwehr, aber... Und geht auch parallel und nicht geradeaus. Ja, aber da war schwer für ihn aus der Entfernung zu treffen, weil Ferndorf da auch wieder
sehr, sehr nah rausgekommen ist. Was für eine Stimmung jetzt hier in der Halle. Robin Haller, der war ganz wichtig für den VfL. Das tut den Fans auch verletzt ein bisschen weh, dass die aus so einer guten Deckung dann noch das Gegentor bekommen. Oh ja, er hat nicht die Kraft. Siehst du das, Mike? Er hat nicht die Kraft, um da dann noch durchzuziehen. Ja, das Weil eigentlich war er schon vorbei. Ja, sehe ich genauso. Aber Kontrich hat ihn einfach nur mit dem Arm gehalten. Weber wieder mit dem nächsten Versuch. Pass ab, das heißt, abgepfiffen gegen Matthias Michel. Aber die Gummersbacher verteidigen ihn jetzt besser, gehen relativ nah raus. Oh. Zwei Minuten. Kann man pfeifen in der Situation. Also, das war ja eine gefühlte fünfte Welle. Aber er kam mit ein wenig Tempo. Und in allen anderen Situationen vorher war das nicht so. Da hast du vollkommen recht. Er zieht jetzt auch mal durch. Hat den schön mitgezogen. Zwei Minuten kann man pfeifen. Und jetzt die Chance für Gummersbach, die auszunutzen und sich wieder ein bisschen ranzukämpfen. Patrick Weber kriegt jetzt seine Pause. Es geht über den Kreis, wieder über Kontretz, aber wieder Duritza. Kontretz will den Pfiff. Das soll sich nicht beschweren, er soll die Bälle einfach reinmachen. Der erste war halbe Höhe links, der war halbe Höhe rechts. Wir haben mit Stüber einen auf der Bank sitzen, der zurzeit eine Trefferquote hat, die ist bei 80%. Ja, Minimum. Ja. Vor allem macht Duritza zweimal den Hampelmann, also spätestens beim zweiten Mal einfach den Ball unten runterfallen lassen und... Oder ein bisschen länger warten, man guckt dann, was der Torwart macht und dann... Versuch nochmal über außen, nicht präzise genug gespielt von Alex Herrmann auf Tobias Schröter. Foul meiner Meinung nach, wird jetzt auch gepfiffen. Da hat der Torschiedsrichter kurz seine Pfeife verschluckt. Ein ganz, ganz entscheidender Angriff könnte das jetzt werden. Minus 1 oder vielleicht Ballbesitz von Ferndorf, die dann eventuell wieder auf plus 3 gehen könnten. Und es ist noch eine Überzahl. Oh, Arm geht hoch. Und diesmal Alexander Becker, der macht es besser als Tim Kontrett. Ja, wartet lange, guckt, was macht der Torwart und versenkt mit 100%. Das ist... So was will man dann sehen als Trainer in so einer Situation, wenn man mit zwei hinten liegt. Verteidigen jetzt auch wieder besser mit mehr Aggressivität. Packen gut an. Nein, das ist nichts. Weber sitzt auf der Bank und deswegen fehlt die Wurfkraft bei Ferndorf gerade natürlich komplett. Ach Gott. Zumindest jetzt wieder komplett der TuS Ferndorf. Ja, Gummersbach kämpft jetzt zum Tor, Tor um Tor wieder ran. Da muss der nächste. Da steht Baumgärtner eigentlich auch schon wieder im Kreis. Er ist viel zu tief. Anstatt den Schritt nach vorne zu machen, ihn schneller unter Druck zu setzen, ist keine gute Abwehrhaltung. Parade von Matze Puhle. Wichtiges Ding. Jetzt
werden auch die anderen 3000 Zuschauer wieder wach. Schon eine sehr schöne Stimmung heute hier. Nach langer Zeit könnte Gummersbach wieder ausgleichen. Sommer versucht nochmal mit dem Einläufer. Und da könnte dann Baumgartner rumkommen. Aber kommt er nicht. Das ist noch so ein bisschen Zeichen dafür. Robin Halder natürlich auch erst im Sommer gekommen. Die Abstimmung ist noch nicht so optimal. Oh, ah, da muss Halder eigentlich viel früher schon gehen, diesen Schritt machen. Ja, aber Mittelmann von links außen. Das ist aber auch. Steht aber auch nicht Niklas Landin im Tor. Also ja. Er kann sich zumindest mal trauen. Ne? Attackieren sehr früh. Auf 9 Meter wird dicht gemacht. Das machen die wirklich gut, die Ferndorfer. Absolute Aggressivität in der Abwehr. Wieder Zeitspiel. Baumgärtner. Duritzer schon wieder da. Oh. Aber Ballverlust von Linzburg. Becker. 7 Meter zu. Duritzer hat den Ball. 7 Meter für den VfL. Und das ist genau die Einstellung, die der VfL zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen hat vermissen lassen. Dieses Nachsetzen. Diese Galligkeit. Man hat auch gerade gesehen, Branimir Kolopa war es nicht unbedingt mit der Abwehrleistung seines schwedischen Mannschaftskollegen zufrieden. Hat ihm ganz ruhig erklärt, dass er auch bitte beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen soll. Sie gehen gleich auch noch ein Bier trinken. Ja, genau. Sommer gegen Duritzer. Und Sommer. 3 von 3 jetzt von der Linie. Das der macht eigentlich auch ein gutes Spiel. 5 Würfe, 5 Treffer. Also. Ja, er ist dieses Jahr vom 7-Meter-Punkt wirklich sehr stabil. Wo er im letzten Jahr noch ein bisschen schwächelte und teilweise nur, ich glaube, er hatte eine 60%-Quote am Ende der Saison. Das ist eher schlecht. Aber dieses Jahr hat man das Gefühl, dass er sehr viel reinmacht. Seitdem der VfL die 5-1 spielt, mit Dajan auf der Spitze, tut sich Ferndorf erstaunlicherweise schwer, obwohl hinter Dajan mehr Platz sein müsste. Ja, beim 1 gegen 1 sind die schon um einiges besser oder können die Ferndorfer gut weghalten, weil sie kommen gar nicht erst durch. Ja, es sind Schritte, das ist richtig. Meine absolute Hassvariante ist ja der 7. Feldspieler. Ach, aber wäre das jetzt eine Option für Michael Lersch? Manchmal spielt der TuS Ferndorf das. Ja, ich glaube, das ist für ihn jetzt gerade noch ein bisschen zu früh. Wir haben immer nur oder immer noch ein Unentschieden. Es wird natürlich auch viele Gefahren, weil der VfL auch in der Unterzahl eben sehr gut verteidigt hat gegen Ferndorf. Und ich glaube, das wird dann schon sehr schwer. Bornemann. Boah. Ja, hat Marvin gut zugeschoben. Ganz schön zur Sache. Wer gerade eben erst eingeschaltet hat. Oder wieder aufgewacht ist. Ja, also eigentlich war es kein Spiel zum Einschlafen. Weil erste Halbzeit war nicht so intensiv wie die zweite. Genau. Wir haben vor dem Anwurf auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Gibt es auch schon die erste Karnevalsmusik, obwohl 11.11. erster Montag ist. Bornemann mit dem schwachen Abschluss. Die Abwehr des VfL wird wirklich wieder besser. Und das war oft in dieser Saison in der zweiten Halbzeit zu Hause das, was den Unterschied ausgemacht hat, diese Abwehr des VfL gemacht hat. Das ist auch eigentlich der Unterschied, weil hinter so einer Abwehr als Torwart zu stehen, macht es natürlich auch wesentlich einfacher. Und wie man jetzt sieht, die Aggressivität, die der VfL Gummersbach jetzt in der Abwehr an den Tag legt und nicht diese Lethargie, wie teilweise anfangs der zweiten Halbzeit, dass man so denkt, ja, wir gewinnen sowieso, so, dass man sich auch ein bisschen anstrengt. Dann hat man auch die Ballgewinne und setzt den Rückraum von Ferndorf bedeutend mehr unter Druck.
Robin Haller. Ja. Der Freiwurf ist in Ordnung. Ja, der kann auch mal reingehen, so ein Ball. Aber ich denke mal, Weber wird gleich wieder kommen bei Fernlauf, dass sie wieder ein bisschen mehr Wurfkraft aus dem Rückraum holen wollen. Aber noch sitzt er. Wundert mich so ein bisschen. Ja, vielleicht denkt sich Michael Lerscht auch, er hat Probleme, diese Entscheidung zu treffen. Und das war zu oft in Situationen, wo er entscheiden muss gegen die 5-1. Die haben halt nicht diesen Spieler so mittel drin. Ne? Also einer, der ein bisschen werfen kann, aber auch dann noch gut ist, Lösungen zu finden. Ja, Bornemann probiert es teilweise von halb rechts. Bislang nicht mit dem wünschenswerten Erfolg in der zweiten Halbzeit. Aber auch die Ferndorfer Abwehr macht das gut. Ja, super. Haller versucht es mit dem Anspiel. Oh, er traut sich nicht, Duritzer. Er traut sich nicht. Jonas Faulenbach war vorne eigentlich blank. Ja, das sind so Anspiele, die man natürlich von Robin Haller nicht erwartet. Er als erfahrener Mittelmann sollte hier genau die Zeichen oder die Akzente setzen, dass man wieder ins Spiel kommt und nicht die Bälle leichtfertig wegwirft. Oh, schon mal faul. Das wird ihn extrem ärgern. Ich glaube, dass er leicht ausgerutscht oder umgeknickt. Sah schon ziemlich komisch aus. Viereinhalb Minuten noch. Unentschieden hier in der Schwalbe Arena. Ich kann nur allen empfehlen, die bislang noch nicht zugesehen haben, sich das Spiel noch mal komplett anzusehen. Hermann. Es ist richtig Pfeffer drin, es ist hochspannend. Wir hatten auch schon spektakuläre Paraden. Eine kleine Aufholjagd zwischendurch von Ferndorf. Jetzt scheint der VfL ein klein wenig am Drücker zu sein. Und zwei super Abwehrreihen. Jetzt aber die Möglichkeit. Boah, das ist richtig mies gelaufen für Lindskog. Die Regel lässt keine Option für die Schiedsrichter. Er vergrößert mit dem Schritt nach rechts. Natürlich den Platz zum Abdecken. Der Fuß kommt an den Ball. Das ist nach den Regeln eine klare 2-Minuten-Strafe. Aber ganz ehrlich, Mike, da möchte ich die Passdeutung sehen von Haller. Den Schritt auf den Abwehrspieler, geht er nach außen, geht Haller durch, kommt der Abwehrspieler auf Haller, legt er auf den Außen ab. Das erwarte ich von einem Spieler seiner Klasse. Ja, ja. Überzahl wieder. Hermann. Ohne Druck. Ferndorf bewegt sich gut. Jetzt mal Druck. Haller. 7 Meter. Oh, der ist hart. Ja, aber korrekt in meinen Augen. Er ist eigentlich frei durch am Kreis. Oder halb frei durch, aber in der Situation ist der 7-Meter-Pfiff schon gerechtfertigt. Das ist eine leichte Drucksituation. Lukas Puhl kommt nochmal. Gegen Marvin Sommer. Zuschauer stehen. Und Puhl hält das Ding. Puhl hält. Der war nicht gut geworfen von Marvin Sommer. Der war ganz schlecht geworfen, halbe Höhe. So, liebe Handballfreunde. 3,5 Minuten noch. Versus Ferndorf in Unterzahl, aber mit der Möglichkeit in Führung zu gehen. So eine Atmosphäre hatten wir lange nicht mehr hier in Gummersbach in der Halle. Ja, Spannung pur gerade. Die Höhe des Ergebnisses ist 18-18. Spricht dafür, dass jetzt nicht noch ein Feuerwerk zu erwarten ist in den letzten 2-3 Minuten.
Und der Schiedsrichter bleibt noch unten. Ich hatte auch damit gerechnet, dass er eigentlich jetzt kommt. Boah, super aufgenommen von Jonathan Dajan. Ja, das war außerhalb. Kein Grund, den Ball da in den 9-Meter-Raum zu legen eigentlich. Also manche Schiedsrichter geben dann auch jetzt zum Zeitspiel, wenn man so verzögert. Oh. Erklär mir, warum da abgepfiffen wurde. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe nämlich nicht gesehen, warum sie abgepfiffen haben. Patrick Weber kommt wieder auf die Platte. Der Mann des Spiels für den TuS Ferndorf. Kann der Mann des Tages werden, wenn er hier noch ein, zwei Tore macht. Und der Wurf vorbei. Keine gute Wurfsituation. Nach 20 Sekunden Überzahl. Wenn sie jetzt schnell machen, können sie das vielleicht noch ausspielen. Das ist mir zu langsam. Ja, mir auch. Das verstehe ich nicht. Hermann. Auf Haller. An den Pfosten. Boah. 2 Sekunden noch Überzahl. Und ja, wieder komplett der TuS Ferndorf. Baumgärtner. Kein guter Pass, damit kann er nichts anfangen. Ja, man muss fast alles alleine machen. Block da von Rink. Ich kann nur sagen, alle Handballfans aus der Gegend, die heute nicht nach Rummersbach gekommen sind, die haben ordentlich was verpasst. Baumgärtner. Wieder früh dran. Jetzt aber Alexander Herrmann. Stürmerfoul gepfiffen. Stürmerfoul. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Weber schiebt ja ganz klar zu, hält doch die Schulter hin. Also jetzt greifen die Schiedsrichter aber leider Gottes ziemlich ins Spiel ein. Das kann man in der Situation auf gar keinen Fall pfeifen. Das ist absolut lächerlich. Und die Aufregung von der Gummersbacher Bank und auch vom Geschäftsführer Christoph Schüttner absolut nachvollziehbar. Das ist ein absoluter Witz. Entschuldigung nach Ferndorf, aber das geht so nicht. Eine Minute. Weber. Könnte der Arm hochgehen eigentlich? Ja, Schritte. Konzession. Oh. Ja, Konzessionsentscheidung. Also ich habe auch eigentlich keinen Schrittfehler gesehen. Was heißt eigentlich? Ich habe keinen Schrittfehler gesehen. Jorge Greve hat die grüne Karte schon in der Hand. Ich denke, man wird sie irgendwann bei 30, 20 Sekunden zum Ende nochmal legen. Nochmal den letzten Spielzug, die letzte Auftakthandlung klar anzusagen. Damit man hier noch zu einer ordentlichen Torchance kommt und die hoffentlich nutzen kann. Sekunden noch Auszeit, VfL Gummersbach, genommen von Jorge Greve. Welcher Spielzug kommt jetzt, Mike? Wenn ich das wüsste, wäre ich Hellseher. Also, so wie das Spiel gelaufen ist, wird man vielleicht versuchen, über den Kreis zu kommen oder dass Alexander Herrmann nochmal in die Schussposition kommt. Vom Gott Baumgärtner war bislang nichts zu sehen, aber der hat auch schon bewiesen, dass er, wenn es drauf ankommt, und er mit Dampf in den Sprung gehen kann, dass er dann erst die entscheidenden Treffer setzt. Ich bin gespannt. Aber ich gehe davon aus, dass sich Ferndorf in der Abwehr jetzt absolut zerreißen wird, um die Angriffe des VfL möglichst zügig zu unterbrechen, um die gar nicht erst in die Situation kommen zu lassen. Und da gilt es natürlich auch, 2-Minuten-Strafen zu vermeiden, weil das wäre dann für Ferndorf der Genickschuss. Ich bin mal ganz mutig und sage,
gibt einen 7 Meter mit Ablauf des Spiels. Gucken wir mal. Ich erinnere dich nur daran, dass es eben einen Stürmer-Vorpfiff gab, ja, ich weiß, den es nie hätte geben dürfen. Und ich will nicht verschreien, um Gottes Willen, aber im Unterbewusstsein ist das immer noch drin. Ja, Baumgärtner jetzt draußen, Bosovic auf der rechten Position. 15 Sekunden, 25, Entschuldigung. Svetten. Sommer läuft ein. Einläufer. Hermann, Bosovic, aber sehr gut aufgenommen. Jetzt nochmal die Möglichkeit für Robin Haller. 7 Meter. Aber nicht abgelaufen. Entschuldigung. 7 Meter für den VfL Gummersbach. Den letzten hat Marvin Sommer verworfen. Und deswegen wirft jetzt Marvin Sommer. Ah. Zehn Sekunden noch. Sieg oder Unentschieden für den VfL Gummersbach. 10 Sekunden zu spielen. Das. Ja, kann auch noch was passieren. Es gibt noch eine Auszeitmöglichkeit für den Trainer der Gäste, für Michael Lersch. Hat die Karte natürlich in der Hand. Er wird direkt legen, wenn es das Tor fällt, um dann auf den siebten Feldspieler zu gehen. Kuhl gegen Sommer. Eben hat er gehalten. Diesmal trifft Sommer. Auszeit. Auszeit. Da muss, glaube ich, an der Hallenuhr noch ein bisschen zurückgestellt werden, auch bei uns in der Grafik. Es dürfen ja sowieso maximal 3 Sekunden gewesen sein, rein regeltechnisch. Also mindestens 7 Sekunden müssten noch auf der Uhr sein. Ja, das stimmt. Aber auch da hat man manchmal die Situation, dass die Zeitnehmer das auch nicht ganz nachvollziehen können. Wann ist jetzt genau gelegt worden? Das ist Sache von wirklich Hundertstel. 19:18. Die Sache ist relativ einfach. Es müssen ja 7 Sekunden allein deswegen sein, weil er braucht weniger als eine Sekunde, um die Karte hinzulegen. Und hätte Sommer mehr als 3 Sekunden gebraucht. Er abgepfiffen worden, ja. Genau. Stimmt. Also du hast vollkommen recht. Für den VfL. Wahrscheinlich läuft es auf Patrick Weber hinaus beim Chris Ferndorf. Torhüter würde ich sowieso jetzt rausnehmen, das tun sie auch. Brauchen sie nicht. Die werden anlaufen, dann wird es wahrscheinlich ein langes Kreuz geben. Oh, jetzt mit einer offensiven Deckung zu agieren, weiß ich nicht. Ja, aber das könnte den Schwung sofort rausnehmen. Ja, ist aber auch gefährlich, wenn jetzt ein Hinterläufer kommt, der dann den Pass bekommt. Linsko. Unterbrechen. Sehr gut, ja. Die Abwehr des VfL Gummersbach. Es gibt noch mal eine Zeitstrafe eventuell. Das glaube ich. Ja. Doch. Für Jonathan Dajan. Aber der kommt von vorne, macht ihn ganz klar fest. Also da muss man, dann kann man von Anfang an 2 Minuten Strafen zeigen. Das ist auch in so einer Situation, wo es hektisch wird, nicht unbedingt das, was man dann geben muss. Patrick Weber gegen den Block und gegen Matze Puhle. In der ersten Halbzeit hat es Bosovic versucht. Ja, und da war noch eine Parade nötig. Weber hat natürlich einen ordentlichen Hebel, kann von oben werfen. Also das ist jetzt schon nochmal Weber. Keine so schlechte Chance. Aber in die Mauer! Der VfL Gummersbach gewinnt knapp und glücklich gegen den TuS Ferndorf mit 19:18. Eine tolle, spannende Halbzeit haben wir gesehen nach dem Seitenwechsel. Das war zum Durchatmen auf VfL-Seite. Ferndorf kann man nur ein Kompliment machen. Die haben hier 60 Minuten toll mitgehalten. Meiner Meinung nach hätten sie sich einen Punkt verdient gehabt. Also aufgrund der Leistung, die sie eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit gezeigt haben und gerade auch in der zweiten Halbzeit, durchaus wäre ein Punkt nicht unverdient gewesen, weil sie in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Bis auf die letzten 10 Minuten, wo denen nicht mehr so viel gelungen ist im Angriff. Aber die haben gekämpft bis zum Schluss. Hat heute leider das Quäntchen Glück gefehlt. Gut für den VfL. Die sich jetzt oben festsetzen können mit diesem Sieg und weiter im Platz 3 verteidigen. Dritter Sieg in Folge, nämlich für den VfL Gummersbach. Und das bedeutet in so einer engen Liga schon einiges.
Ferndorf wird sich strecken müssen. Momentan definitiv im Abstiegskampf angekommen. Vierte Niederlage in Serie und es kommt der ASV Hamm-Westfalen im nächsten Heimspiel. Und der VfL Gummersbach muss auswärts zum Absteiger nach Bietigheim, zum Mitabsteiger aus der ersten Liga. Ja, mit so einer Leistung wie heute hat Ferndorf mit Sicherheit Selbstvertrauen getankt und geht mit breiter Brust ins Spiel gegen Hamm. Dann gehe ich davon aus, dass man auch da die Chance hat zu gewinnen. Der VfL Gummersbach bestreitet das nächste Heimspiel dann Ende November am Freitag, den 29.11. um 19.30 Uhr. Dann ist der HCL Florenz aus Dresden hier zu Gast. Bis dahin sage ich vielen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Heute hat es, finde ich, ganz besonders viel Spaß gemacht. War auch ein tolles Spiel. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke auch an dich, Mike. Danke, Sascha.